So, ihr Lieben, jetzt wird es doch mal wieder technischer und etwas philosophischer, weil ich weitermache mit Richard Rorty. Und wenn ihr euch fragt, was will der Mann mit der komischen Frisur euch eigentlich sagen, das weiß ich gerade selber nicht so genau. Also ich war kurz davor, dieses Projekt jetzt an dieser Stelle, also ich kommentiere gerade ein paar Werke von Richard Rorty, zuletzt jetzt eben Hoffnung statt Erkenntnis, eine Vorlesungsreihe von ihm, die er in Wien gehalten hat. Stecke mitten in der zweiten Vorlesung in meinem Kommentar. Die Vorlesung heißt Eine Welt ohne Substanz oder Wesen und war jetzt eben kurz davor, das abzubrechen, weil ich mich selber gefragt habe, was will ich damit eigentlich? Weil viel an diesem Konflikt, den der Rorty austrägt, würde ich sagen, ist nicht mehr meiner oder interessiert mich nicht mehr so sehr, wie er mich früher mal interessiert hat. Ich schätze Richard Rorty nach wie vor extrem, also ist einer meiner wie soll ich sagen, heiß geliebtesten Philosophen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ich mittlerweile halt glaube, Sachen zu kennen, die mir mehr helfen, die hilfreicher sind für die Probleme, die ich lösen will. Und im Sinne eben dieses pragmatistischen Ansatzes, den Rorty selber vertritt, ist es dann halt irgendwann auch sehr fragwürdig, sich mit Dingen rumzuschlagen, die ja zu den Problemen, die ich gerne lösen möchte, wenig beitragen. Und das ist halt teilweise der Fall. Also es ist so an der Grenze für mich gerade, wo das gerade noch eben Sinn macht oder wo ich so die leise Hoffnung habe oder noch überhaupt Lust habe, mich dem zuzuwenden, da ein bisschen Dinge zu sortieren oder auszugraben, weil halt für mich der Rorty sehr stark einen alten Konflikt zwischen letztlich Rhetorik und Philosophie austrägt, zwischen einem Ansatz, der zumindest in groben Zügen halt schon mal in dieser sogenannten politischen Rhetorik in der Antike, die sogenannte noble Sophistik, die es halt auch gibt, die er in der Neuzeit nochmal aufbringt und halt gegen die klassische, traditionelle, platonische Philosophie, die ins Feld führt. Und sortiert unter neueren Bedingungen, mit neueren Mitteln, warum es vielleicht hilfreicher ist, eine solche rhetorische Haltung, auch vor allem rhetorische Praktiken anzuwenden, als jetzt in die Philosophie einzusteigen und wozu uns die Philosophie überreden will. Und ich mache jetzt einfach weiter und das ist halt sozusagen immer auf Sicht oder auf vorläufig. Also es kann in jedem Moment passieren, dass ich dann doch genug habe und dann einfach, weil ich mit mir gut in Kontakt bleiben will, damit aufhöre oder das abbreche, weil ich kein Freund davon bin, irgendwelche Pläne zu fassen und die Pläne dann weiter zu verfolgen, wenn man während dem Weiterverfolgen merkt, das tut einem irgendwie nicht gut oder ist nicht hilfreich. Ne? Also das ist dieses alte, frei nach Bertolt Brecht. Wer A sagt, muss nicht auch B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Also manchmal muss man den Weg gehen, um zu merken, dass es nicht der richtige Weg ist. Und dann geht man halt einen anderen Weg. Ja, das ist also, das ist für mich pragmatistisch. Und da weiß ich mich, glaube ich, völlig eins mit Rorty, der eben der prominenteste aller Neopragmatisten ist, zumindest im populärphilosophischen Bereich. Andere würden vielleicht Putnam eher nennen. Aber mich zum Beispiel interessiert Putnam 0, gar nicht, aber Rorty sehr viel. Ja, es ist, wie es ist. So, also jetzt auf Sicht weiter mit Richard Rorty. Ich bin hier auf Seite 44 von Hoffnung statt Erkenntnis. Und wir sind an einer Stelle, wo Rorty uns jetzt im Detail zeigen will, warum die Perspektive das nennt er Panrelationalismus. Ja, also dieser Begriff fällt, jetzt müssen wir mal gucken. Auf Seite 38 oben, Panrelationalismus, wie die aussieht und warum die hilfreich sein könnte. Und was ist jetzt Panrelationalismus? Das ist sehr wichtig, dass man das vielleicht versteht, wenn man überhaupt Rorty verstehen will, dass das ein Versuch ist, eigentlich trotz, dass dieser Begriff des Relativen verwendet wird, dass eben die Position sich selber nicht als Relativismus versteht. Wenn Relativismus heißt, man könne keine starken Wertungen machen, was wichtiger ist und was weniger wichtig ist. Also das bleibt offen. Also es ist nicht irgendwie alles egal oder es ist kein Nihilismus. Es finden weiterhin starke Wertungen statt. Also im Sinne von, ich finde das wichtiger oder richtiger oder das sollten wir tun und das besser nicht. Panrelationalismus heißt vielmehr, dass davon ausgegangen wird, dass bei deskriptiven Beschreibungen von Dingen es überhaupt keine Möglichkeit gibt für uns, solche Beschreibungen zu machen, die nicht in Relationen bestehen. Und das bedeutet dann letztlich, dass wir nicht mehr sowas denken können oder überhaupt für sinnvoll halten können, wie ein Ding an sich. Also ein Ding,
das besteht vor all seinen Bezügen, sondern es bedeutet, dass wir Dinge überhaupt nur verstehen können in ihren Bezügen, sodass sie für uns nur noch in diesen Bezügen bestehen. Und dann haben wir also Bezüge, die auf Bezüge, die auf Bezüge verweisen. Das kann jetzt für klassisch-philosophisches Denken, das also eben an Platon, Aristoteles oder Kant geschult ist und das halt auch sehr stark in unsere Allgemeinkultur Präsenz gefunden hat. Also das ist sozusagen Teil der DNA unserer derzeitigen Kultur. Das kann so ein bisschen irritierend wirken, weil es fühlt sich an wie so ein Fass ohne Boden. Also wie bei der Begründungsform infiniter Regress, wenn ich sage, ich begründe das durch dies und dann begründe ich das durch dies, es hört aber nie auf. Das ist aber hier erklärtermaßen Methode und Rorty will jetzt im Folgenden zeigen, warum das eine sinnvolle Geschichte sein könnte und überhaupt nicht so bedrohlich und so schlimm ist, wie uns Platon, Aristoteles, Kant immer glauben haben machen wollen. Indem sie sagen, da sind irgendwelche essentiellen Dinge und die stehen in sich selbst, die haben ihr Sein aus sich selbst, die haben eine innere Natur, die eben nicht in ihren Bezügen, in ihren Beziehungen besteht. Ja, das will uns Rorty gleich zeigen und das lese ich jetzt gleich vor und kommentiere das. Eine Sache noch vorab, was ich sehr interessant finde, ist, dass Rorty, obwohl er das so verwendet, dann in der dritten Vorlesung, die ich vielleicht noch, weiß ich jetzt noch nicht, später auch noch kommentieren möchte, dann aus diesem Relationalismus, da wo er besonders angebracht wird, irgendwie nicht so richtig konsequent ist und da irgendwie wieder aussteigt. Also ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich mittlerweile alles Philosophische von Beziehungen her denke, aber eben von zwischenmenschlichen Beziehungen. Also Beziehungen in ihrer nicht metaphorischen Form, sondern ursprünglichen Form, weil die ersten Beziehungen, die wir Affenwesen haben, sind halt zwischenmenschlicher Art. Also noch vor aller Objektbeziehung ist die Menschenbeziehung. Ja? Und insofern könnte man sagen, jeglicher Beziehungsbegriff, den wir je bilden, also jeder abstraktere, philosophischere oder eben auch rortische Beziehungsbegriff, ist abgeleitet von zwischenmenschlichen Beziehungen, zumindest für uns Menschen, weil die ersten Primärbeziehungen, die wir Menschen haben, sind zu anderen Menschen. Und wann immer wir also sagen, Gegenstand A befindet sich zu Gegenstand B in einer Beziehung, ist das aus meiner Sicht bereits eine Anthropomorphisierung von Dingen. Aus der es aus meiner Sicht kein Entkommen gibt, deswegen ist das auch kein Vorwurf. Es ist nur eine Anerkennung dessen, dass wir Menschen die Welt überhaupt nicht unmenschlich denken können. Also alles, was wir denken, ist immer schon menschlich. Und weil wir halt Menschen sind und weil wir halt Affenwesen sind, und das drückt sich halt in allem aus, das drückt sich in unserer Sprache aus, in unseren Denkprozessen, in unseren Institutionen, überall sind diese Metaphern oder diese Übertragungen von sehr unmittelbaren Prozessen, die also, man könnte sagen, frühkindlich sind, ja, die abgeleitet sind. Und das gilt auch noch für den abstraktesten Scheiß, also solchen Scheiß, wie ich ihn jetzt gleich lesen werde, gilt das praktisch im Hintergrund aus meiner Sicht das soziale Wesen des Menschen wabert. Und da gibt es halt dann für mich doch ein Wesen, das möchte der Rorty nicht mehr und deswegen macht er das wahrscheinlich nicht. Also das heißt eigentlich, für mich ist dieser Panrelationalismus von Richard Rorty ein Derivat oder ein Parasit, ja, in einem nicht moralisierenden Begriff von Parasit natürlich, also er abgeleitet, er zehrt von was anderem, was er nicht selbst herstellen kann. Also der technische Begriff von Parasit bedeutet immer, jemand nutzt etwas, was er nicht selbst herstellen kann aus sich selbst. Also in dem Sinne sind zum Beispiel alle Tiere Parasiten, ja, weil sie halt, also was weiß ich, Fleischfresser sind Parasiten von anderen Tieren, Pflanzenfresser sind Parasiten von Pflanzen, die Pflanzen sind Parasiten vom Sonnenlicht. Also jeder zehrt von einer Energiequelle, die er nicht aus sich selber herstellen kann. Also es ist kein geschlossener Zirkel, sondern es ist ja ein parasitärer Prozess. Insofern ist alles Leben auf dem Planeten parasitär, in einem ganz technischen, nüchternen, unmoralischen Sinne, amoralischen Sinne, also moralfrei, weil man einfach anerkennen kann, dass da eine Ressource ist, die ich nicht selbst erzeugen kann, auf die ich aber angewiesen bin, fundamental. Und dieser Panrelationalismus von Richard Rorty ist für mich angewiesen auf ein gutes Sozialleben zwischen uns Menschen. Wenn wir diese guten Beziehungen in unseren Nahbeziehungen, also unseren zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr haben, dann macht auch dieser Panrelationalismus keinen Sinn mehr für uns, weil wir gar nicht mehr wissen, was eine gute Beziehung überhaupt ist. Und das, glaube ich, war dem Rorty nicht so ganz klar. Also weil er sich verweigert gegenüber einer Naturalisierung des Menschen. Das heißt, er möchte diesen Panrelationalismus, den er vertritt, auch auf das Zwischenmenschliche anwenden. Und da steige ich einfach aus. Also als jemand, der tagtäglich mit Menschen arbeitet und da Veränderungen erwirken kann, soll, muss, darf, kann ich damit nichts anfangen, weil würde ich so arbeiten, wie der Rorty es mir vorschlägt, würde ich schlechtere Arbeit machen, als ich faktisch mache. Da komme ich einfach mit anderen Begriffen weiter und diese anderen Begriffe setzen halt sehr stark diesen Naturbegriff des Menschen voraus, also im Sinne von, dass eben unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle unhintergehbare Fakten sind für uns Menschen, dass das Hard Facts sind, dass das körperliche Prozesse sind,
die also vormental sind und das in dem Sinne dann halt irgendwie doch das Sein, das Bewusstsein bestimmt, vor allem wenn du halt Veränderung willst. Wenn du Menschen dabei begleitest, sich selber in einer für sie gewinnbringenden, wohltuenden Form zur Veränderung, darfst du nicht so denken, wie der Richard Rorty es tut. Weil wenn du das machst, bist du einfach weniger erfolgreich. Und das ist dann wieder pragmatistisch. Also im Sinne einer pragmatistischen Perspektive kann man sagen, es gibt etwas Besseres als Rortys Pragmatismus. Na, das ist so ein bisschen paradox. Aber das ist das, wie ich halt für mich den Rorty, wenn man das so sagen will, überhaupt überwunden habe oder hinter mir gelassen habe, dass ich rausgefunden habe für mich, es gibt halt Dinge, die für die Zwecke, die ich halt so habe, einfach hilfreicher, zielführender, wirksamer und wohltuender sind für uns Menschen. Und dass mir da halt eher Psychologie, würde ich gar nicht sagen, Psychopraxis mehr hilft. Also erfolgreiche, die Praktiken erfolgreicher Psychopraktiker. Also Leute wie Milton Erickson, Gunther Schmidt, Frank Farrelly, Thomas Gordon, Marshall Rosenberg und wie sie alle heißen. Also Leute, die tatsächlich mit Menschen arbeiten und dann Menschen dabei helfen, sozusagen ihre Vokabulare umzustellen, anders zu denken über die Welt, über ihre Mitwelt, über ihre Mitmenschen und vor allem auch über sich selber, über ihr eigenes Leben. Und Menschen, die also diese praktische Arbeit machen und nicht nur in Büchern untergehen, also die keine reinen Intellektuellen sind wie Richard Rorty, sondern halt sich da wirklich ins Getümmel stürzen mit anderen Menschen und nicht nur sich mit Büchern auseinandersetzen, die kommen halt darauf, dass das, was der Rorty uns hier vorschlägt, halt nicht das Beste ist, was wir machen können. Ja, wenn wir das wollen. Also wie immer zweckgerichtet. Ne? Es gibt kein Gutes an sich, sondern es gibt immer nur Gutes hinsichtlich bestimmter Zwecke. Und das ist die Perspektive, die uns Rorty durchaus auch vorstellt, aber wo man dann irgendwann fragen muss, ja, und wofür das alles? Ja, das ist so der Punkt, wo ich dann immer kurz davor bin, nicht weiterzumachen oder auszusteigen. So, lange Vorrede, jetzt geht's mitten rein. Panrelationalismus bei Rorty, und er zeigt uns jetzt an einem überraschenden Beispiel, sehr überzeugend meines Erachtens, warum Panrelationalismus Sinn macht. So, ich lese. Seite 44, Mitte. Im übrigen Teil dieser Vorlesung werde ich, so schreibt Rorty, zu umreißen versuchen, wie die Dinge aussehen, wenn man sie mit Hilfe anti-essentialistischer Ausdrücke beschreibt. Dabei hoffe ich, meine Hörer zu überreden, dass es sich lohnen würde, diese Ausdrücke auszuprobieren und dass man sie vielleicht nützlicher finden wird als die Terminologie. Die Frage ist ja nützlich wofür? Als die Terminologie, welche, um mit Dewey zu reden, die ganze Brut und das ganze Nest der Dualismen voraussetzt, die wir von den Griechen geerbt haben. Insbesondere möchte ich einen Vorschlag machen, wie man die Dinge vom anti-essentialistischen Standpunkt betrachten sollte. Na, das ist eine Wertung, eine bewusste Wertung. Die ist auch kenntlich gemacht als bewusste Wertung, nicht versteckt. Dieser Vorschlag läuft darauf hinaus, man solle, jetzt kommt's, alles so auffassen, als wäre es eine Zahl. Das ist jetzt die Überraschung. Dazu brauche ich erstmal einen Schluck Kaffee jetzt. Alles so mal auffassen wie eine Zahl, was soll denn das heißen? Ich glaube, ich nenne das ab jetzt Kaffee-Cliffhanger. Muss überlegen, an welchen Stellen ich immer trinke. Mit diesem Vorschlag will ich nicht auf den platonischen oder galileischen Gedanken hinaus, dass die Zahlen das Gerüst bilden, an dem das Weltall hängt. Ebenso wenig geht es um den biblischen Anspruch, Gott habe alle Dinge nach Zahl, Maß und Gewicht geordnet. So, das sage ich jetzt auch einen Kommentar zu, weil das ist, glaube ich, relativ wichtig. Also, der Rorty ist sich voll bewusst, dass wir im Abendland eine Tradition haben, eine lange, tiefe, breit getretene Tradition, die Mathematik zu verherrlichen. Also zu sagen, wenn wir, die Welt ist in Zahlenverhältnissen aufgebaut und wenn wir die Zahlenverhältnisse verstehen, verstehen wir die Welt. Ne, das ist so Pythagoras, Platon und dann, das hat sich in der Neuzeit, wurde das dann nochmal in einer anderen Form neu aufgebrüht. So, das ist, steckt auch hinter diesem Satz, auf den man manchmal in der Wissenschaft nach wie vor stößt. If you can't measure it, it doesn't exist. Na, das ist die Rückführung der Welt auf Zahlen. Das weiß der Rorty, dass wir diese Tradition haben. Und jetzt ist aber sehr spannend, wie er darauf reagiert. Er nimmt ja trotzdem die Zahl als Beispiel für etwas, was er jetzt zeigen will, was zu einem nicht mehr platonischen Verständnis, obwohl, ne, Platon hatte halt als Maßstab, wenn du nicht irgendwie Geometrie und Algebra kannst, ich weiß es nicht mehr genau, es kann auch falsch sein, was ich sage, ich glaube Geometrie nur, dann hast du keinen Zugang zur Akademie. Also das Minimalbedingung, dass du irgendwie platonische Philosophie studieren kannst, ist, dass du einen Zugang zur Mathematik hast. Ne? Oder auch Musik wurde, weil es auch mathematisch verstanden wurde, auch idealisiert und Astronomie und Messverhältnisse und so weiter. Da wurde immer davon ausgegangen, dass diese Mathematik sozusagen die Seele veredelt, die beschäftigt Mathematik, weil man da Zugang
Verbindung bekommt zu den irdischen Harmonien oder den Ideen oder was auch immer, dass das wie so ein Steigbügel ist oder wie so eine Leiter dahin zur platonischen Philosophie. Das weiß der Platon alles und er weiß auch, wie wirkmächtig diese Tradition war und trotzdem glaubt er, dass 2, 3 einschränkende Sätze ausreichen würden, um uns zu sagen, dass jetzt nicht das passiert, weil das ist so ein bisschen naiv, also das finde ich sehr interessant, dass er das wirklich ernsthaft glaubt, weil ich kann es hier an seiner Praxis ablesen, dass er das glaubt, sonst würde er das nicht tun, was er hier macht. Und naja, wenn man halt eine Ahnung hat, wie wirkmächtig und wie verbreitet und wie emotional geladen diese Tradition im Abendland halt war, in der abendländischen Geistesgeschichte, dann kann man eigentlich nicht mehr auf die Idee kommen, dass da kurz so ein Satz reicht, nur, dass ich will nicht auf den platonischen Gedanken raus und dann war es das. Weil wenn ich jetzt über Zahlen rede, in einem Pauschalvorschlag, wie wir uns der Welt nähern sollten, also eigentlich in einer Art Lebensphilosophie oder in einem Zugang, generellen Zugang zur Welt, diesen Panrelationalismus, den uns Rorty hier vorstellt, dann müsste ich mir eigentlich, wenn ich Rorty bin, überlegen, ob ich das wirklich anhand einer Zahl mache. Weil es gibt sicher andere Möglichkeiten, das auch klar zu machen, was er jetzt im Folgenden klar machen will. Aber er kauft sich halt ein, metaphorisch, dass man es, obwohl er es gesagt hat, dass er es nicht platonisch klassisch verstanden haben will, dass man es halt unterhand dann doch wieder so versteht. Weil Bilder sind sehr wirkmächtig, wie uns Blumenberg gezeigt hat, häufig viel wirkmächtiger als rationale Argumente. Unsere Seele wird einfach deutlich mehr bewegt. Und also diese Affektation, ne? Also in der Mathematik kriegst du Klarheit über die Dinge, eine Klarheit, die du sonst vielleicht in der Welt vermisst, was viele Philosophen über die Jahrhunderte und Jahrtausende sehr bewegt hat, wird halt hier jetzt aktiviert psychologisch. Und auf eine gewisse Weise ist das, was Rorty hier also macht, psychologisch naiv. Und das hat jetzt wieder einen Rekurs auf das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, einschränken zu Rorty. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Rorty up-to-date war und wirklich verstanden hat, wie Menschen psychologisch funktionieren, was wir halt allerspätestens in aller Klarheit seit den Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wissen. Also seit den 1950er, seit 1960er Jahren sollte das eigentlich klar sein, weil es eben Leute gab, die sich da schon sehr eindeutig geäußert haben. Also man hätte das wissen können. Weiß ich nicht. Also ist nicht zu Rorty durchgedrungen offenbar, dass man das so nicht machen kann. Also dass du so halt keine Veränderung kriegst, keinen Change kriegst, wenn du halt ignorierst, wie Menschen psychologisch funktionieren. Und dass sie eben nicht durch rationale Argumente hauptsächlich bewegt werden. Entgegen dem äußeren Anschein und entgegen dem rationalistischen Anspruch der Philosophie. Das heißt, obwohl Rorty inhaltlich gegen den Rationalismus von Kant und Platon anredet, macht er performativ genau das Gleiche. Also in seiner Praxis ist es so, dass er sich so verhält, wie es sich eigentlich nur Sinn macht zu verhalten, wenn man immer noch glaubt, dass Menschen psychologisch so funktionieren, wie Kant und Platon das mal geglaubt haben, wie wir aber heute besser wissen tatsächlich, dass es nicht stimmt, dass es einfach empirisch falsch ist, Veränderungen derart anzugehen. Dass also das Hintergrundbild der menschlichen Seele, das bei Platon und Kant immer noch hinterlegt ist, einfach grob falsch ist, eine Fehlkonstruktion, von der aus man zu falschen Praktiken kommt, wenn man Veränderungen möchte. Und ich sehe hier Rorty etwas tun, live und in Farbe, wo ich sagen kann, offenbar wird er immer noch getrieben von diesem falschen Bild des Menschen, weil sonst würde man das einfach nicht machen. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, was er hier tut. Ja? Er müsste sich andere Bilder suchen. Nicht nur andere Argumente. So meine Analyse. So, jetzt lese ich weiter. Jetzt sagt er also, das ist es nicht, weder dieses biblische Verständnis noch dieses platonische oder galileische Verständnis von, warum beziehe ich mich jetzt auf Mathematik und auf Zahlen, sondern es geht mir um was anderes. Jetzt kommt es, wie er es versteht. Was die Zahlen von meinem Standpunkt auszeichnet, ist einfach dies. Dass es überaus schwer fällt, sie so aufzufassen, als hätten sie ein inneres Wesen. Es fällt schwer, eine Zahl so zu begreifen, als hätte sie einen Wesenskern, der von einem verfließenden Streifen akzidentieller Beziehungen umgeben ist. Zahlen sind ein vortreffliches Beispiel für etwas, das in essentialistischer Sprache schwer zu beschreiben ist. Wenn ich das jetzt freundlicher interpretiere, als ich es gerade eben gemacht habe, würde ich sagen, das ist subversiv. Ja? Weil er schlägt den Platonismus in seinem eigenen Homeground, in seinem Heimstadion. Also Platon hat immer gedacht, dass die Mathematik
ein fast unhintergehbare eben Leiter zur platonischen Philosophie ist. Und indem er jetzt sagt, gerade die Zahl kann ja überhaupt nicht essentialistisch, also platonisch, metaphysisch verstanden werden, sondern nur relational. Und das ist also, wenn es so gemeint ist, schwer subversiv. Ich glaube, dass es psychologisch trotzdem nicht funktioniert. Also es ist als kommunikative Strategie, die er wählt, es hat so ein bisschen, also intellektuell ist es reizvoll. Also es ist sozusagen Ironie pur, also man würde sagen Treppenwitz der Philosophiegeschichte. Das, was ursprünglich mal die platonische Philosophie ermutigt, motiviert und begründet hat, wird jetzt als etwas dargestellt, was sie zu einem Ende und Abschluss und zu etwas Unmöglichem macht. Das ist also philosophisch, intellektuell sehr reizvoll, aber psychologisch funktioniert es halt trotzdem nicht. Ne, das muss man auch erstmal verstehen. Ja, also das sozusagen der geistige Witz, wo unsere höheren Hirnfunktionen sehr viel Spaß dran haben können, trotzdem überhaupt keinen Unterschied macht. Also du kannst Witze machen und hinterher ist immer noch alles genauso wie vorher. Das erinnert mich an manche Formen von Kabarett oder Satire. Ja, du machst Witze und denkst, ja, jetzt habe ich es doch sehr gut eingeschleust, aber die Welt macht einfach weiter wie bisher. Du kannst noch 10.000 Mal diesen Witz machen oder bessere Witze oder noch geistreicher werden. Das bewegt aber trotzdem die Welt keinen Meter. Es lässt so ein bisschen Dampf raus, situativ. Aber danach geht es weiter wie bisher. Ne? Also das könnte man wissen, psychologisch mittlerweile, dass das so ist. Naja, also Veränderung geht halt anders. Um einzusehen, worauf ich hinaus will, schreibt jetzt Rorty, möge man sich fragen, welches das Wesen der Zahl 17 ist zum Beispiel. Was ist sie an sich? Und unabhängig von ihren Beziehungen zu anderen Zahlen? Diese Frage verlangt eine Beschreibung der 17, die der Art nach verschieden ist von den folgenden Beschreibungen. Kleiner als 22, größer als 8, die Summe von 6 und 11, die Quadratwurzel aus 289, das Quadrat von 4,123105, die Differenz von 1.678.922 und 1.678.905. Das Unliebsame an allen diesen Beschreibungen ist, dass anscheinend keine von ihnen der Zahl 17 näher kommt als eine der übrigen. Also keine ist wesentlicher für die Zahl 17. Sie sind alle gleich wesentlich, obwohl sie alle verschieden sind. Für die Zahl 17. Um zu begreifen, was die 17 ist. Nicht minder unliebsam ist es, dass es offensichtlich unendlich viele sonstige Beschreibungen der 17 gibt, die man nennen könnte und die allesamt ebenso akzidentiell und extrinsisch, das sind alles in Anführungszeichen hier gesetzt, ausfallen würden. Wie es scheint, gibt keine dieser Beschreibungen einen Hinweis auf die intrinsische 17-Haftigkeit der 17. Okay, das ist wirklich subversiv, funktioniert aber psychologisch trotzdem nicht. Nicht um den Platonismus in die Schranken zu weisen. Dafür ist er zu tief geankert. Ne, und dieser Wunsch nach Sicherheit, dieser Wunsch nach Klarheit, den man dann immer wieder in Mathematik neu zu finden glaubt. In mathematischen Beschreibungen und Algorithmen. Jenes einzigartige Merkmal, wodurch sie zu eben der Zahl wird, also die 17-Haftigkeit ist hier gemeint, jenes einzigartige Merkmal, wodurch sie zu eben der Zahl wird, die sie nun einmal ist. Also was macht die 17-Haftigkeit? Denn welche dieser Beschreibungen angewandt wird, hängt offenbar von dem Zweck ab, der einem jeweils vorschwebt, also von der spezifischen Situation, durch die man überhaupt erst darauf kommt, sich mit der Zahl 17 zu befassen. Es gibt keinen kontextunabhängige Beschäftigung mit der Zahl 17, außer von verrückten Philosophen, die zu tief in das Weinglas des Platonismus geschaut haben, die also besoffen sind von Philosophie. Wollen wir uns essentialistisch zur Zahl 17 verhalten, müssen wir im philosophischen Fachjargon sagen, dass alle ihre unendlich vielen verschiedenen Beziehungen zu unendlich vielen anderen Zahlen interne Beziehungen sind, das heißt Beziehungen, von denen keine einzige anders sein könnte, ohne dass sich etwas an der Zahl 17 ändern würde. Das ist klassisch und sauber philosophisch definiert, wie er das hier macht. Demnach besteht, wie es scheint, keine Möglichkeit, das Wesen der 17-Haftigkeit zu definieren, sofern man nicht einen Mechanismus ausfindig macht, durch den sich alle wahren Beschreibungen der 17 erzeugen lassen, wobei alle ihre Beziehungen zu allen übrigen Zahlen angegeben werden. Die Mathematiker sind tatsächlich imstande, einen solchen Mechanismus herzustellen, indem sie die Arithmetik axiomatisieren oder die Zahlen auf Mengen zurückführen und die Mengenlehre axiomatisieren. Aber wenn der Mathematiker dann auf seine hübsche kleine Axiomenschar zeigt und sagt, sieh da, das Wesen der 17, so fühlen wir uns düpiert.
An diesen Axiomen ist nichts sonderlich 17-haftiges, denn sie bilden im gleichen Maße auch das Wesen von 1, 2, 289 und 1.678.922. An diesem Punkt, schreibt jetzt Rorty, wird man hoffentlich zu dem folgenden Schluss kommen. Was immer ein inneres Wesen haben mag, die Zahlen haben jedenfalls keines. Es zahlt sich einfach nicht aus, mit Bezug auf die Zahlen Essentialist zu sein, also Platoniker. Wir Anti-Essentialisten möchten die anderen jetzt gern davon überzeugen, dass sich der Essentialismus auch dann nicht auszahlt, nicht nur bei Zahlen, wenn es sich um Tische, Sterne, Elektronen, Menschen, akademische Fächer, soziale Einrichtungen oder sonst irgendetwas handelt. Nach unserem Vorschlag sollte man alle derartigen Gegenstände so auffassen, als ähnelten sie den Zahlen in der Hinsicht, dass es nichts über sie zu wissen gibt, außer einem unendlich umfassenden und stets erweiterbaren Netz von Beziehungen zu anderen Gegenständen. Es hat keinen Sinn, Beziehungsglieder von Relationen zu verlangen, die ihrerseits keine Relationen sind, denn alles, was als Glied einer Beziehung dienen kann, lässt sich in eine weitere Menge von Relationen auflösen und so geht es immer weiter. Ne? Also es ist jetzt dieser infinite Regress, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und es wird aber oft verlangt, dass der irgendwie gestoppt werden soll und er sagt, jetzt lasst uns das aufgeben, das überhaupt zu versuchen. Wir werden da auf nichts kommen. Ja, und wir werden erkennbar auf nichts kommen. Das sehen wir an den Zahlen sehr, sehr gut. Da ist es einleuchtend. Vielleicht ist es ja auch bei anderen Dingen so oder ganz sicher sollten. Er versucht uns dazu, mit diesem Zahlenbeispiel dazu zu überreden, es generell sein zu lassen. Über Essenzen nachzudenken, über das Wesentliche einer Sache, über die Natur einer Sache, über die innere und beziehungsunabhängige Natur von irgendetwas. Es gibt, ob nach unten oder nach draußen, sozusagen in alle Richtungen Beziehungen. Niemals wird man auf etwas stoßen, das nicht seinerseits bloß wieder eine Verknüpfung von Beziehungen ist. Das System der natürlichen Zahlen ist ein geeignetes Modell des Universums, weil es in diesem System offensichtlich und offensichtlich harmlos ist, dass es keine Glieder von Beziehungen gibt, die nicht selbst wieder bloß Büschel von weiteren Beziehungen sind. So, dazu ein kurzer Kommentar. Wenn rationaler Diskurs funktionieren würde, psychologisch für uns Menschen, wäre jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich der Kantianismus und der Platonismus für alle Zeiten erledigt. Dann hätte Rorty jetzt hier einen super Job gemacht und hätte es uns unmöglich gemacht, jemals wieder Platoniker zu sein. Das müsste man dann anerkennen. Und der Witz ist aber, die Motive, gerade von Platon und Kant, sind nicht rational. Die Attraktivität des Platonismus hat sich noch nie aus sogenannter Rationalität, aus reiner Logik gespeist, wie er selber vorgetäuscht hat, sondern war immer psychologisch. Also auf eine gewisse Weise, indem Rorty hier versucht, was er hier versucht, geht er dem Platonismus insofern auf den Leim, indem er sozusagen sein unpsychologisches Paradigma kauft. Also sein vordergründiges Spiel, nachdem die Kraft der Argumente eine eigene Kraft sei. So wie wir das in sokratischen Dialogen erleben, ja, wo Sokrates seine Gesprächspartner gemeinsam in die Aporie geht, rein logisch unterscheidet und dann kommt man manchmal auf was und oft kommt man auf nichts, aber man macht diesen rationalen Prozess und zwischendrin erzählt der Sokrates eine schöne Geschichte. An den Grenzen. Eine Metapher. Metaphern in Geschichtenform oder ein Geschichten voller Metaphern. Ein Mythos immer wieder. So, dazu gibt es eigene Literatur, wie die sich zueinander verhalten. Wen das interessiert, das kann man gerne machen. Mich interessiert es jetzt hier nicht. Mich interessiert hier nur, dass Rorty nicht erfolgreich ist, weil halt Menschen einfach nicht so funktionieren. Also Platonismus ist auch nach dieser logischen Widerlegung oder dieser sehr großen Klarheit, dass Platonismus nichts bringt, werden Leute weiter Platon lesen und Platon attraktiv finden und sich weiter im Platonismus versuchen. So kann man den Platonismus halt nicht erledigen. Das würde Rorty gerne, aber das sozusagen seine Mittel sind nicht zweckmäßig, wenn man das so will. Sein Ziel teile ich zu 100%, aber das, wie er es halt versucht, ist einfach berücksichtigt nicht die emotionalen Motive, die emotionalen Quellen, die affektiven Quellen, warum der Platonismus überhaupt so tradiert worden ist, warum so viele platonische Dialoge die Jahrtausende überlebt haben, warum Platon so eine bleibende Inspirationsquelle ist, warum Whitehead dann am Ende sagen kann, am Ende in Anführungszeichen, die ganze Philosophiegeschichte sei eine einzige Fußnote zu Platon, warum dann Derrida irgendwann die Carte Postale schreiben muss oder will. Also, ja. Es scheint mir sinnvoller, als so eine solche rationale Widerlegung
scheint mir ein emotionales Herangehen an den Platonismus, ihn psychologisch zu verstehen und zu verstehen, worum geht es ihm denn eigentlich, warum hat Platon die platonische Philosophie überhaupt mal entwickelt. Dazu gibt es sehr interessante Dinge zu sagen, was die Motive der Philosophie ursprünglich mal waren, Motive, die immer wieder neu erneuert werden, Motive, die immer wieder aus neuen Quellen der politischen Geschichte meines Erachtens gespeist werden, also ganz handfester Prozesse, die in unserem Alltagsleben passiert sind, immer wieder mal. Und manchmal auch werden halt ganz andere Dinge draus gemacht, wie das halt immer ist. Da ist irgendwas freigesetzt und dann schnappt man sich das. Das ist auch ein völlig normaler Vorgang. Also dass praktisch Dinge von ihren Quellen sich ablösen, wenn sie da sind und dann zu anderen Zwecken dienen. Das ist der platonischen Philosophie natürlich auch x-mal passiert, dass man mit Platon und den Folgen andere Dinge angestellt hat, als Platon sie je vorgeschwebt haben oder auch vorschweben konnten. Also insofern war der Platonismus halt auch auf eine missverständliche Weise, indem er missverstanden wurde, unglaublich produktiv, also eine Maschine, wenn man das so will, oder ein Paradigma, das unglaublich viel hervorgebracht hat, von dem vieles auch zu vielen Zwecken für uns Menschen extrem nützlich war. Insofern kann man gegen Platon von dem her sehr wenig sagen. Die Frage ist halt, können wir jetzt heute, bei dem Stand, den wir heute erreicht haben, zivilisatorisch in unseren Sprachspielen, in unseren Praktiken, in unseren Alltagspraktiken, mit unseren Techniken, mit unseren heutigen Institutionen, können wir nicht interessantere Dinge tun, hilfreichere Dinge tun, als immer wieder uns mit Platon herumzuschlagen? Das ist so, wäre so meine Frage, und der würde ich mich halt ganz anders annähern. Das mache ich nicht hier, das mache ich in anderen Stellen. Aber ich glaube, da gibt es sinnvollere Formen als das, was Rorty tut, damit umzugehen. So, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter im Text, auch wenn das hier schon sehr, sehr lange ist. Ich denke, das macht Sinn, noch ein Stück weit diese Zahlenthematik einfach jetzt weiterzuführen, bis er dann auf andere Dinge kommt. So, die Aussage, also wir können jetzt Rorty beim Scheitern zugucken. Die Aussage, dass sich die Reihe, obwohl er erfolgreich ist, logisch. Logisch ist er erfolgreich, psychologisch ist er, erfolglos. Die Aussage, dass sich die Reihe der Beziehungen immer weiter nach unten fortsetzen lässt, ist ein Korollar des psychologischen Nominalismus, also jener Theorie, wonach es nichts über etwas zu wissen gibt, außer dem, was durch Sätze ausgesprochen wird, die dieses etwas beschreiben. Denn jeder Satz über einen Gegenstand ist eine explizite oder implizite Beschreibung seiner Beziehungen zu einem anderen Gegenstand oder zu mehreren anderen Gegenständen. Sofern es kein Wissen durch Bekanntschaft gibt, also kein Wissen, das nicht die Form einer satzbezogenen Einstellung annimmt, gibt es nichts über etwas zu wissen, außer seinen Beziehungen zu anderen Dingen. Wenn man darauf pocht, dass es einen Unterschied gebe zwischen einem nicht-relationalen Ordo essendi und einem relationalen Ordo cognoscendi, gelangt man unweigerlich zu einer Neubildung des kantischen Dings an sich. Vollzieht man diesen Schritt, setzt man die Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, die Hoffnung auf Erlösung durch eine nichtmenschliche Macht an die Stelle der utopischen Hoffnungen auf eine selbstgeschaffene Zukunft des Menschen. Was man so ersinnt, ist wieder die ontotheologische Tradition, von der bei Heidegger die Rede ist. So. Also, er sagt, wir müssen dieses Pochen auf den Unterschied zwischen Ordo Essendi und Ordo Cognoscendi aufgeben, weil wir sonst beim kantischen Ding an sich stehen bleiben. Und dann werden wir diese Hoffnung auf Erlösung durch eine nichtmenschliche Macht, werden wir halt beibehalten. Ne? Also, dann kommen wir nicht raus aus diesem ganzen alten Kram. Das ist ein Vorschlag. Ich steige da auch wieder an einer bestimmten Stelle aus, obwohl ich, wie gesagt, die Ziele von Rorty teile. Ich kann sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Essentialismus, weil ich die Essenz praktisch im menschlichen Selbst sehe und da auch überhaupt keine Probleme finde, wenn man das so sieht. Das heißt, ich kann hier an der Stelle, wo er von einer nichtmenschlichen Macht spricht, voll mitgehen, aber ich kann ihm diese menschliche Macht essentialisieren, ohne dass daraus die gleichen Probleme entstehen. Das heißt, wenn wir jetzt rein technisch denken, rein logisch denken, was wie gesagt nicht funktioniert, dann wäre es so, dass man sagen kann, menschliche Essenzen sind unproblematisch, nichtmenschliche Essenzen sind hochproblematisch. Also wenn wir irgendetwas außerhalb unserer selbst essentialisieren und verabsolutieren und zum Ding an sich erklären, das ist problematisch, aber wenn wir Teile von uns essentialisieren und zu Sachen, zu unhintergehbaren Fakten für uns selbst erklären, das wird hochproduktiv. Dazu ist der Rorty aber nicht bereit.
Aus meiner Sicht schüttet er das Kind sozusagen mit dem Bade aus. Also er möchte einfach überhaupt nichts mehr zum Ding an sich erklären, weder innermenschliches noch außermenschliches, weil er so fixiert ist auf die platonische Tradition, die immer Außermenschliches verabsolutiert hat, dass er glaubt, wenn man die gleiche Verabsolutierung mit dem Innermenschlichen macht, dass da dann auch schlimme Dinge passieren würden. Ich würde aber sagen, er hat das nie ernsthaft ausprobiert, er hat es nie ernsthaft in Erwägung gezogen und deswegen ist er unfähig zu erkennen, wie produktiv das ist, wenn man das tut. Ja, das haben eben eher die Psychopraktiker des 20. Jahrhunderts herausgefunden. Die haben das nämlich gemacht. Meine Hauptquelle da ist, weil sie die Quelle von den produktivsten Psychopraktikern ist, die ich kenne, ist tatsächlich Carl Rogers. Ich habe mich nicht sehr viel mit Carl Rogers auseinandergesetzt, höchst oberflächlich. Ich habe mich mehr mit Carl Rogers Schüler auseinandergesetzt. Und da finde ich, wenn ich als Philosoph drauf gucke, eine Essentialisierung, eine Verabsolutierung von Innermenschlichen. Und sehe, wie erfolgreich die Leute praktizieren, wie erfolgreich sie Veränderungen bewirken bei anderen Menschen, auch bei sich selbst. Und weil ich auf diesen Erfolg, auf diesen rein pragmatischen Erfolg schaue, überzeugt mich das, mehr als das Rorty tut, dass die Essentialisierung des Innermenschlichen hochproduktiv ist, während ich mit ihm, also mit Rorty, teile, dass das die Essentialisierung vom außermenschlichen Highway to Hell ist. Und die einfachste Art, das nachzuvollziehen, also das deutlichste Schema, wo das rausgearbeitet wurde, findet man tatsächlich bei Marshall Rosenberg in der Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Strategien. In dieser Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien bei Marshall Rosenberg in der gewaltfreien Kommunikation werden Bedürfnisse verabsolutiert, die werden als absolut gesetzt, als unhintergehbar. Und Strategien werden dafür absolut nominalistisch gesetzt, also als absolut austauschbar. Und dadurch kriegen die ein Veränderungsmodell, was Sinn macht, was eine interne Regel hat, die atmet, die beweglich genug ist, die spontan ist, die reaktiv ist, die situativ bleibt, obwohl wir Essenzen haben, wo wir uns aber eben nicht an dem Außen orientieren, sondern an uns selbst oder an dem, wie dann eben die sich so ein bisschen nebulös ausdrücken, die GfKler, an dem, was in Menschen lebendig ist, was uns selber einschließt. Also wir orientieren uns sowohl an dem, was in uns selbst lebendig ist, als auch an dem, was in anderen Menschen lebendig ist. Und indem wir das fokussieren, kriegen wir innovative Fähigkeiten, unsere Praktiken zu verändern, worum es halt letztlich auch dem Rorty geht. Dem Rorty geht es um unsere Fähigkeit, andere Praktiken auszubilden. Und da schlägt er uns so einen universellen Nominalismus vor, der alles Metaphysische, alles Essentialistische verabschiedet. Und wir können aber sehen, mit Blick auf die Psychopraktiker des 20. Jahrhunderts, die erfolgreichen, dass das gar nicht nötig ist und dass das vielleicht auch gar keine gute Idee ist, weil es eine viel bessere Idee ist, das Menschliche zu verabsolutieren und das Außermenschliche auf, wie soll man sagen, austauschbar und veränderbar zu setzen. Und das heißt, das Außermenschliche heißt vor allem unsere Umgangsform, unsere Praktiken. Also das Außermenschliche kommt, worum hier der Rorty so rumeiert, was er nicht mehr verabsolutiert sehen will, das Ding an sich, kommt in diesem Denken bei Marshall Rosenberg überhaupt nicht mehr vor. Das interessiert überhaupt nicht. Es interessiert nur noch, wie geht's uns, was sind unsere Innenzustände, wie fühlt sich das an körperlich und wie antworten wir darauf? Darauf reduziert sich das Spiel. Das heißt, von diesem Schema her sind wir nicht mal mehr ansatzweise in Versuchung, Kantianer oder Platoniker zu werden oder zu bleiben. Das ist dann völlig uninteressant. Das ist ein letztlich erfolgreicher Ausstieg aus der Philosophie, der aber eine Metaphysik, wenn man das überhaupt noch so nennen will, eine sehr physische Metaphysik, einen Essentialismus benutzt, der unglaublich produktiv ist, der unglaublich innovativ ist, also bleibend innovativ ist, nicht einmalig innovativ ist, sondern eine reine Innovationsmaschine ist. Innovationsmaschine, indem er uns befähigt, permanent auf gute Art, auf geordnete Art unsere Praktiken anzupassen, unser Verhalten anzupassen, uns zu verändern und die sozusagen kulturelle Evolution, die soziale Evolution, die institutionelle Evolution, die politische Evolution auf gute Art miteinander zu gestalten, indem wir fokussieren, was sind unsere Bedürfnisse, was signalisieren uns unsere Gefühle über unsere Bedürfnisse und so weiter. Ne? Indem wir das tun, kriegen wir einen guten Veränderungsmaßstab, der aber trotzdem nicht in Gefahr ist, obwohl er eben einen Maßstab noch hat, was der Rorty eben nicht mehr will, einen absoluten Maßstab, kriegen wir einen guten Maßstab, der aber nicht in Gefahr ist, irgendwelche Dinge zu ontotheologisieren, also auf absolut zu setzen, zum Beispiel zu sagen, diese oder jene Praxis ist für alle Zeit die richtige. Ja, das macht man dann nicht mehr, weil hat man einen Maßstab, mit dem man diese Praxis eben überprüfen kann, weil diese Praxis immer nur, um mit Rosenberg zu sprechen, eine Strategie ist. Also austauschbar und veränderbar. Sie steht immer zur Disposition. Es gibt dann keine Institution mehr, keine menschliche Praktik mehr, die in sich absolut wäre. Es gibt auch keine Religionen mehr oder keine Kirchen mehr, weil das alles Formen sind, die halt solche Praktiken auf absolut stellen und sagen, das musst du immer machen und dann wird alles gut.
es gibt zwar nicht mehr die einzige Praxis, die in dem Sinne dann absolut ist, ist das Permanente mit sich in Kontakt bleiben und die Praxis des mit sich in Kontakt bleibens und von dem her Institutionen in Frage stellen. Also das, was ich jetzt gerade mache, zum Beispiel, dass ich solche Videos aufnehme, ist natürlich nur eine Strategie zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse und da kann ich immer fragen, was ist der Preis, werden andere Bedürfnisse von mir gut befriedigt, werden die Bedürfnisse anderer Menschen gut befriedigt, schädige ich irgendjemanden damit, ist es selbstschädigendes Verhalten, ist es fremdschädigendes Verhalten? Gibt es andere Praktiken, mit denen ich diesen Bedürfnissen mehr gerecht werden kann, also meinen und den von anderen und so weiter. Und dann steht als so eine Praxis, wie dieses Video aufzunehmen, so natürlich sofort und immer zur Disposition, relational zu anderen Praktiken, die man auch noch wählen könnte, also anderen Strategien. Aber der Maßstab, welche Praxis gerade gut ist und nicht, das wird uns halt rückgemeldet aus unserem Gefühl, weil Gefühle nach Marshall Rosenberg Informationen sind über erfüllte und nicht erfüllte Bedürfnisse. Und dadurch werden Bedürfnisse zu einem absoluten Maßstab für menschliches Verhalten, für menschliche Praxis und den ganzen Platonismus und Kantianismus können wir in der Pfeife rauchen. Und auch den ganzen Rorty. So, das musste mal gesagt werden. Die Vertreter des psychologischen Nominalismus meinen, es gebe keine Beschreibung eines Gegenstands, die in höherem Maße als sonst den wirklichen, im Gegensatz zum scheinbaren, Gegenstand beschreibt. Außerdem sei keine dieser Beschreibungen sozusagen eine Beschreibung der Beziehung des Gegenstands zu sich selbst, also seiner Identität mit dem eigenen Wesen. Freilich taugen einige Beschreibungen mehr als andere. Doch, dass sie mehr taugen, liegt daran, dass sie nützlichere Werkzeuge sind, nämlich Werkzeuge, die einen menschlichen Zweck besser erfüllen als konkurrierende Beschreibungen. Alle diese Zwecke stehen, nicht vom praktischen, sondern vom philosophischen Blickpunkt gesehen, auf der gleichen Ebene. Es gibt keinen vorrangigen Zweck namens Entdeckung der Wahrheit, der die anderen aussticht. Die Pragmatisten sind, wie ich in der vorigen Vorlesung ausgeführt habe, nicht der Ansicht, dass die Wahrheit das Ziel der Forschung ausmache. Das Ziel der Forschung ist der Nutzen. Und es gibt so viele verschiedene nützliche Werkzeuge, wie es Zwecke gibt, denen sie dienen können. So, weil mir das jetzt einfach zu lang ist, mache ich hier einen Punkt, obwohl ich es hier noch mit der Zahl und diesem Relationalismus weitergeht. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen Spaß an dem, was ich hier mache. Und wahrscheinlich werde ich erstmal weitermachen, so fühlt es sich zumindest im Moment gerade an. Mal sehen, ob das auch noch in der nächsten Sekunde, in der nächsten Minute, in der nächsten Stunde, am nächsten Tag, in der nächsten Woche so bleibt. Je nachdem gibt es weitere Videos von mir zu dem Thema oder eben auch nicht. Ich wünsche euch was. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.